Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Discover. Ich spiele heute Under the Garden und wie immer könnt ihr dieses Spiel auch herunterladen auf sergeantrumpel.de/freeware oder einfach mal in die Beschreibung gucken, dort sind auch Links. Wir spielen einen Prototypen, der für eine Game Jam entstanden ist und der wirklich außergewöhnlich gut geworden ist. So gut, dass die Entwickler daraus inzwischen ein kommerzielles Spiel gemacht haben in 3D-Grafik. Wir spielen aber noch in der 2D-Grafik. Ihr seht hier im Menü können wir zwischen Smooth On und Smooth Off wählen und ich finde irgendwie Smooth Off tatsächlich etwas charmanter für dieses Spiel, denn es ist ein kleines Pixel-Game. Wie ihr hier seht, da sind wir und wir sind gestrandet. Eigentlich kommt hier noch so ein Text am Anfang, der so ein bisschen tutorialmäßig erklärt. Den habe ich jetzt schon mal übersprungen. Wir sind gestrandet auf einer Insel. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Und alles ist kaputt. Wir müssten uns eigentlich so ein bisschen survivalmäßig wieder zurechtfinden. Und im Endeffekt ist es ein Survival-Game. Wir können hier uns unser kleines Häuschen bauen. Ich baue mir jetzt hier nochmal so ein Dach dahin. So, und das hier kommt auch mal oben hin. Gott sei Dank geht es, dass die in der Luft schweben. Wir müssen jetzt dringend Werkzeug finden, damit wir zum Beispiel diese Hasen hier töten können. Und eines haben wir schon, nämlich eine Axt. Und damit, jawoll, kriegen wir direkt ein Steak aus dem kleinen Hasen. Genau, mit der Axt können wir natürlich auch hier, das sind noch die Tutorial-Hinweise, die werde ich jetzt mal so ein bisschen überspringen, die könnt ihr euch dann noch anschauen. Das Steak nehme ich jetzt mal kurz in mein Inventory. Lecker. Lecker Steak, Hasensteak, das größer ist als der Hase selber. Wie dem auch sei, wir können hier natürlich, wie es so typisch ist, auch Holz hacken. Und mit diesem Holz können wir, Gott sei Dank, unseren kleinen Ofen hier anwerfen. Ah, schon viel besser. Es geht mir viel besser, denn hier gibt es nicht nur Sachen, die wir looten können, sondern natürlich auch Gegner und auch sowas wie zum Beispiel Wetterumschwünge, Regen oder so, kann uns auch ziemlich zu schaffen machen. Ich überspringe hier die ganzen Texte, weil ich euch das alles so erzählen kann. Wir haben nämlich hier ein kleines Symbol, das diesen Ofen repräsentiert. Und sobald wir hier Feuerholz drin haben, können wir jederzeit, wenn es uns schlecht geht, hier draufklicken und wieder zurücklaufen. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier starken Wind, sodass ich zum Beispiel mich sogar hier so wegbewege von alleine, obwohl ich gar nicht laufe. Wir haben starken Wind und das bedeutet, dass uns die Stamina, das ist der blaue Balken unten, wahrscheinlich auch schneller kaputt oder auslaufen wird. Wir laufen einfach mal weiter ins nächste Level. Das ganze Level ist relativ groß. Also es gibt ein Level und hier haben wir Gott sei Dank inzwischen was Neues gefunden. Das sind natürlich Repräsentationen hier, A für Axe und P für Pickaxe. Und mit der Pickaxe, wenn wir die auswählen, haben wir so eine kleine Hacke und mit der können wir dann auch Steine zerkleinern. Und unter Steinen findet man immer mal wieder erstaunliche Sachen, so wie das hier zum Beispiel. Ein Jimmy Bang Bang Bullet Box. Es gibt also auch Gewehre hier, Schusswaffen und wir haben schon mal ein paar Bullets gefunden. Wir haben ein sehr begrenztes Inventory, wie ihr seht. Halt, bleibst du hier? Dammit, das war weg. Wenn es hier außerhalb des Levels rausfliegt, dann ist das leider nicht mehr zu retten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, es würde jetzt hier irgendwo sein, aber da war ich nicht schnell genug. Das waren Kräuter, die uns auch so ein bisschen heilen können. So, ihr seht, wie die Stamina runtergeht, auch wenn ich arbeite natürlich. Macht ja auch total Sinn, sobald ich mich körperlich betätige. Huch, was ist hier los? Wieso kann ich das nicht reinnehmen? So, nochmal Bulletbox. Das hilft uns momentan nicht, weil wir kein Gewehr haben. So, das ist übrigens auch jedes Mal anders, wenn man hier spielt. Na? Was haben wir hier noch? Ah ja, das hier sind natürlich wichtige Sachen, eine Wooden Box,
Die können wir entweder dazu benutzen, natürlich unser Haus zu bauen, oder aber, um zu bestimmten Regionen zu kommen, die so nicht erreichbar sind. Ach, guck mal. Diesmal haben wir es bekommen. Leaves are known for their healing properties. Genau, also Heilung und natürlich auch hier unsere Stamina wird wieder aufgefüllt, wenn wir das essen würden. Es gibt auch Krankheiten hier. Also ihr seht, es ist wirklich eine ganze Menge an Sachen, die hier dafür, dass es für eine Game Jam gemacht ist, eingepflegt haben in dieses Computerspiel. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, das Ding zu spielen. Und es ist wirklich eine Art, genau, hier. Das meinte ich vorhin. Also es ist halt wirklich, um diesen Satz zu Ende bringen, es ist wirklich eine Art Survival-Game. Und mal nicht so, wie man es kennt, dass man von lauter Spielern umgebracht wird, sondern man ist eigentlich alleine in dieser Welt und guckt, dass man halt das irgendwie hinkriegt. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Salat gegessen, aber anscheinend macht der doch nicht die Stamina wieder ganz. Während hingegen natürlich Meat schon. Fleisch füllt mir die Stamina auf. So, und was wir jetzt hier haben ist, ich kann hier, das ist eine Dose mit Tomate, ich kann hier nicht weiter und dafür gibt es halt diese Wooden Box, die kann man jetzt hier, da die nicht von der Schwerkraft beeinflusst wird, in die Luft hängen und dann kann ich da drauf springen und könnte dann rüber. Jetzt werde ich aber nochmal ganz kurz gucken, haben wir nicht hier noch irgendwie, ne, da haben wir schon alles abgebaut. Hier könnten wir noch abbauen. Ihr seht, es schneit inzwischen, es gibt auch Regen und so weiter und das affektiert auch, affektiert, sagt man das überhaupt im Deutschen? Ich bin manchmal schon so dermaßen im Englischen drin, dass ich die englischen Worte einfach nehme und eindeutsche. So. Also beeinflusst heißt das natürlich. Also der Schnee, das Wetter beeinflusst die Stamina. Das heißt Regen und Schnee bzw. Kälte ist natürlich nicht so gut für unsere Stamina. Und wenn die Stamina tatsächlich auf Null geht, sind wir tot und wir haben das Spiel verloren. Also es ist hier Permadeath. Vorsicht. Das Einzige, was nicht Permadeath ist, wenn man irgendwo runterfällt, glaube ich. So, hier haben wir nochmal so eine Box, die können wir nochmal behalten. Jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen wegen meiner Stamina. Ich esse mal hier so ein Tomätchen. Beziehungsweise, es stimmt, glaube ich, nicht ganz, was ich gesagt habe. Solange hier Feuer drin ist, werden wir, wenn wir sterben, auch wiedergeboren bei unserer Hütte. Aber wenn hier kein Feuer ist, wenn wir also irgendwie, keine Ahnung, unterwegs sind und dann vergessen, Feuerholz reinzutun, dann sind wir tot, dann fangen wir von vorne an. Hier seht ihr, wie viele Tage wir überlebt haben und jetzt zeige ich euch mal, naja, obwohl es lohnt sich eigentlich hier noch nicht so wirklich. Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter. Es ist wirklich eine große Welt und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht, dass die... Nein, sie wird nicht per Zufall generiert, diese Welt, sondern das ist wirklich alles editiert, alles irgendwie gemacht und ihr habt sogar die Möglichkeit, selbst auch zu editieren. Mit dem kleinen Spiel kommt auch ein kleiner Editor, man kann auch eigene Welten bauen. Ich habe noch nicht geguckt im Internet, ob es da schon sehr viele Custom Maps gibt. Also, so, da wollte ich eigentlich nicht runterfallen, sondern ich wollte drüber springen, verdammte Axt. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, nee, ich lebe hier noch. Also, wenn man da runterfällt, irgendwie stirbt man dann nicht wirklich, sondern man wird gnädigerweise wieder am Anfang dieses Levels geboren. Man muss so ein bisschen aufpassen, weil der so ein bisschen rutscht, wenn der springt. So, jetzt sind wir drüber hinweg. Gott sei Dank. Über die Bäume kann man übrigens teilweise gar nicht mal hinwegspringen. Also es ist nicht möglich. Insofern muss ich teilweise die abholzen. So, ich brauche mal was zu essen, bitte. Wo sind denn Viecher? Häschen. Häschen, spring in die Höhe. Komm zu mir. Ich brauche wieder ein saftiges Steak in Größe deiner Hinterläufe. Oh, guck mal an. Da ist ein Häschen. Da ist ein Häschen. Pam! So, direkt aufgegessen hier. Was machen wir denn hier? Ich habe leider noch keine Möglichkeiten, Ofen zu bauen oder so. Das hier ist natürlich eigentlich ein ganz nettes
Gebäude. Viel besser ausgestattet als unsere eigentliche Hütte. Wir können jetzt hier auch dieses Gebäude abbauen, Stück für Stück, und zu unserer eigenen Hütte bringen und da dann irgendwas Größeres draus bauen. Aber das lohnt sich momentan nicht wirklich. Ich werde einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Da haben wir schon mal ein richtig großes Vieh gehabt. So, irgendwas sowas wie eine Schutzwaffe wäre ja auch mal ganz nett. Aber ich glaube, die kriegt man noch nicht so in diesen Breitengraden. Da muss man noch ein bisschen weiter in dieses Spiel eintauchen. Und ich muss sagen, dieses Level an sich, was da gebaut ist, das ist nicht klein. Also man hat hier schon einiges zu tun. Ich versuche ja immer bei diesen Freeware-Games auch Spiele zu suchen, die jetzt nicht nur 5 Sekunden gehen. Was haben wir denn hier gefunden? Ah, Müsli! Musili-Bars. Was auch immer Musili-Bars sind. Aber Müsli-Bars, Müsli-Riegel, das ist doch sehr gut. Lecker, damit sind wir gut ausgestattet, um noch ein bisschen weiter zu forschen hier und zu explorieren. So, genau, ich versuche ja auch immer eben Spiele in diese Freeware-Datenbank zu packen, die auch ein bisschen länger dauern als nur, weiß nicht, 5 Minuten oder so und wirklich eigentlich mehr sind als ein Prototyp. Und klar, na klar, das hier ist ein Prototyp, keine Frage, aber dieser Prototyp ist eben so gut gemacht und allein schon sowas hier, dass die Bäume sich so leicht bewegen und so weiter, das ist ja alles, ich sage jetzt mal, Aufwand für den Programmierer und das haben die schon echt super hingekriegt, muss ich sagen. Das macht einfach richtig Spaß und das sieht auch wirklich hübsch aus dafür, dass es so Pixelgrafik ist. Ich bin gar nicht so der Pixelgrafik-Fan, aber hier sieht das echt hübsch aus, muss ich sagen. Die haben es auf jeden Fall gut hingekriegt, dieses Spiel auch grafisch zu verpacken. So. Das brauchen wir nicht. Diese weißen Dinger hier sind übrigens Schnee, der auch weggeht, wenn wir drauf... So. Yes. Wir haben es geschafft. Oh, ich muss dringend meine Müsli-Bars essen, sonst bin ich tot. Lecker! So, Häschen! Ah, bist du schnell. Und wieso bist du jetzt hier nicht an dem Baum hängen geblieben, verdammt? So wie ich. Na gut, vielleicht kommt da nochmal ein Häschen. Oh, au, au, au. Der hat uns angegriffen, der fette Hummer hier. So, lecker. Habe ich direkt seinen Schinken gefressen. So, gucken wir mal weiter. Irgendwo gibt es nämlich dann auch eine Möglichkeit, nach unten zu gehen. In den Untergrund, in eine Höhle. Und dort uns... Hier, genau. Das sieht man hier jetzt ein bisschen schlecht. Hier unten ist so eine Art Tür. Die kann man irgendwie benutzen. Wie war denn das? Genau. Einfach mit Linksklick drauf. Und zack, sind wir wirklich under the garden. Hier können wir uns erstmal das Ding hier freibauen. Und kriegen ein neues Utensil, einen Hammer. Mit dem Hammer können wir erstmal eindeutig die Steine wahrscheinlich besser wegmachen und wir können auch unsere eigene Hütte reparieren, das heißt die einzelnen Elemente. Ihr merkt, hier ist echt viel unterwegs, also es gibt hier viel zu tun. So, und jetzt müssen wir, warte mal, den Müsli-Riegel nehme ich auf jeden Fall nochmal mit, den sollte ich fast gleich mal essen. So, und jetzt kann man hier, guck mal, können wir uns hier so eine Art Treppe bauen. Ach, damit. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Was soll denn das jetzt hier? Ich bin immer zu früh, dass ich da... Genau. Muss einmal so hochspringen, damit er durchkommt. Damit der richtig positioniert ist. Und dann kann ich da hoch. Dammit. Yes. Wir haben es geschafft. Und jetzt esse ich dafür als Belohnung einen Müsli-Riegel. Lecker. Cornies. Mit Banane und Schokolade-Geschmack. So. Hier, ich glaube, diese... da ist nochmal ein Häschen. Den sollte ich vielleicht nochmal... Komm her, Häschen! Lauf nicht weg! Ich bin doch ganz lieb! Damn it! Verdammtes Häschen. So. Hier ist schon wieder eine Hütte. Und noch ein Häschen. Jawollinger! Mit einem unglaublichen Sprung haben wir es geschafft, dieses Häschen zu vernichten. So, hier sind Steine. Da kann ich mal mit dem Hammer dran gehen, vielleicht. Sind das Steine? Anscheinend nicht.
Damit, wir brauchen jetzt eine. Ah, wir können hier einfach einen nehmen. Pass mal auf. Den nehme ich jetzt einfach mal so mit. Da, da, da. Und hier können wir weiter. Sehr gut. Oh, hier sind aber Steine. Guckt mal an. Und da geht das schon wesentlich schneller mit dem Hammer. So, ich will jetzt ein Rifle haben oder irgend sowas. Wie wär's? Oh, was haben wir denn hier gefunden? Was hau ich denn jetzt weg? Gar nicht so einfach. Ich glaube, diese hier. So, was ist das? First Aid Pack. Simply click with the right mouse button from your inventory. Okay. Also, Krankheiten gibt es, wie gesagt, hier auch. Die müssen wir auch ernst nehmen, durchaus. So, mal gucken. Das sind übrigens Hühner. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier auch machen kann. Jetzt werde ich mal gucken, ob ich mich dann langsam nach oben verfrachten kann. Ja, cool. Sehr lustig. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber wie dem auch sei. Moment. Nein. Psst. Gibt's hier nichts mehr? Kommen wir da nicht mehr weiter hoch? Ah. Nee, hier ist Ende irgendwie. Ich sehe jetzt auch gerade nicht, ob das da irgendwie weitergeht. Schade. Ich dachte, hier oben wäre noch irgendwas. Na gut, dann sind wir in dieser Höhle auf jeden Fall durch und können hier nochmal mit dem Hammer vielleicht... Warte mal. Mit dem Hammer hier diese Dinger wegmachen. Mal gucken, was da noch so drin ist. Ah, hier ist nochmal so eine Box. Und nochmal... Tja, brauchen wir alles nicht unbedingt. Außerdem haben wir unser Inventory sowieso relativ voll. Also jetzt wäre eigentlich so eine Möglichkeit, man kann natürlich jetzt hier sein Inventory total vollpacken mit irgendwelchen Bauteilen. Aber dadurch, dass das so wenig ist, das Inventory, dass man so wenig Platz hat, bin ich da immer so ein bisschen... Och, nö, dann lieber sowas wie... Herzchen! Dammit. Aber uns geht's noch ganz gut, unser Stamina ist voll. 7 Tage haben wir schon überlebt. So, dann hier wieder runter. Und dann hauen wir hier wieder ab. Genau, und auch nicht zu vergessen und nicht zu verachten, es gibt auch in die andere Richtung genauso die Möglichkeit weiterzulaufen. Also wir sind jetzt ja immer nach links gelaufen. Blue Feather Breathing Ground. Noise of Sudden Movements. Okay, das, also hier gibt's, genau, das sind diese Vögel hier. Die kann man wahrscheinlich irgendwie auch jagen und dann verspeisen. So, was willst du? Ich habe einen Hammer. Bam! So, ich habe noch so viel Zeug, dass es sich gar nicht lohnt. Naja, ich könnte ein Holz wegmachen und nehme dafür lieber ein Steak mit, glaube ich. Das Holz brauche ich jetzt momentan nicht unbedingt. So. Mal gucken, was wir hier haben. Nochmal ein Medipack. Können wir jetzt momentan auch nicht mitnehmen. Aber das hier ist schon gut. Ich werde mal eins von diesen Patronendingern weglassen. Wir haben ja sowieso noch kein Gewehr. Übrigens, spawnen diese Sachen teilweise auch wieder. Also die Steine. Das heißt also, wenn man nochmal hierher kommt, dann gibt es nochmal... Oh, I will need a lantern. Schade, die haben wir noch nicht. Eine Laterne gibt es auch noch. Sonst bin ich hier, glaube ich, gleich im Düsteren. Ja, ja, hier, das macht noch nicht so viel Sinn. Also es gibt Bereiche, die man erst erforschen kann, wenn man bestimmte Items hat. Zum Beispiel eine Laterne. Und diese Laterne haben wir bisher noch nicht gefunden, leider. Und eigentlich, beim letzten Mal, als ich es durchgespielt habe, hatten wir tatsächlich eine Laterne an einem der Hütten, die wir so gefunden haben. Hier ist eine Laterne. Sehr gut. Das ist ja hervorragend. Was machen wir denn jetzt? Was hauen wir denn jetzt weg statt dem Hammer eigentlich? Guck mal, die Laterne können wir jetzt auch hier in die Luft hängen. Beziehungsweise nicht statt... Also um die Laterne mitzunehmen, das müssen wir irgendwas weghauen. Ich glaube, ich werde noch mehr von dieser... Munition übrig lassen. So. Das ist eine Laterne. Und ich gehe mit meiner Laterne in eine Höhle hinein. Oh nein. Oh nein. Welch Pein. Jetzt können wir auch was sehen in der Höhle. Hervorragend. If I could arrange these floating boxes into a makeshift platform, might be able to pass. To pass what? Ah, mhm.
Okay. Jetzt momentan ist es natürlich ungünstig. Wir können hier über Wasser nur drüber, wenn wir diese Boxen in einer bestimmten Art und Weise aufbauen. Und dafür haben wir zu wenig Material momentan. Also dafür bräuchten wir wirklich irgendwelche Kisten oder so. Was ich jetzt mal zeigen werde, da wir jetzt ja momentan hier so ein bisschen am vorläufigen Ende angekommen sind, bis wir halt hier genügend Sachen zusammengetragen haben. Ich werde jetzt mal zeigen, wie das funktioniert mit dem Zurückporten. Ich klicke jetzt hier einfach einmal drauf. Angenommen, wir hätten jetzt Stamina sehr, sehr gering und wären hier und hätten auch nichts mehr zu essen. Dann können wir uns zurückporten, hier einfach einmal ein Feuerholz reinhauen und uns daneben stellen, wird die Stamina wieder aufgeladen. Was natürlich sehr gut ist für uns. So. Man muss immer so ein bisschen aufpassen wegen diesen verdammten Stürmen. Deshalb mache ich das oftmals so, dass ich mir hier sowas baue, damit man hier zum Beispiel Sachen hinlegen kann. Was könnte man jetzt hier hinlegen? Zum Beispiel die Munition. So, und durch die Stürme wird halt die Munition teilweise einfach weggeweht. Und so bleibt die halt in meinem Haus drin. So ein kleiner Workaround-Trick. So, dann gucken wir mal uns noch die andere Seite an. Hier haben wir zum Beispiel mal eine so eine Kiste. Solche Kisten müssten wir jetzt zurückbringen zu der Stelle mit dem Wasser. Und dann nach und nach versuchen, dort uns so eine Sprungplattform, eine Brücke zu bauen, damit wir dann in den neuen Bereich kommen. Häschen! Oh. Weg ist er. Was für ein Angsthase. So, was haben wir hier? Müsli-Riegel. Nehmen wir direkt mit. Denn immerhin werden wir jetzt die andere Seite mal erforschen. Nochmal Patronen. Ah, die lasse ich jetzt mal liegen. Die brauche ich jetzt momentan nicht. Obwohl, momentan habe ich nichts dabei. Vielleicht sollte ich die doch mitnehmen. Wer weiß, vielleicht finden wir doch nochmal ein Gewehr oder irgendeine andere Schusswaffe. Muss ja nicht unbedingt ein Gewehr sein. Genau, das ist immer so eine Sache. Eigentlich habe ich immer ganz gerne irgendeine Art von Holz dabei. Denn wenn wir zurücklaufen und oder uns zurückporten müssen und dann haben wir kein Holz dabei, ist das irgendwie schlecht. Deshalb nehme ich jetzt, lasse ich jetzt mal das Medipack liegen und nehme Holz mit. Denn Holz ist wichtig. So, ich werde das jetzt auch nicht mehr allzu lange spielen. Wir sind ja schon bei 22 Minuten. Und ich wollte es ja eigentlich nur zeigen. Und eigentlich geht es ja darum, dass ihr so ein bisschen hier dieses Ding kennenlernt. Und vielleicht selbst runterladet. Übrigens werde ich natürlich, oder habe ich auch in der letzten Zeit, immer wieder neue andere Freeware-Games hochgeladen, die ich nicht selbst gespielt habe, sondern die ohne Video hochgeladen werden. Das heißt, das lohnt sich auch immer mal wieder so, einfach in die Freeware-Datenbank zu gucken, denn da sind echt ein paar ganz coole Games noch drin, die ich natürlich selbst gespielt habe, aber teilweise dann eben schon komplett durchgespielt habe und dann dachte ich mir, ach komm, dann lohnt sich das nicht für mich, das nochmal als Let's Play zu machen. Aber trotzdem, ich glaube, wir sind inzwischen bei 127 Games oder so in der Datenbank. Da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Zack, 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 zack. Und wir springen hier drüber. So, was haben wir hier? Rabbit Breeding Grounds. Das ist sehr gut. Da können wir bestimmt nochmal das ein oder andere Steak. Aber wir haben noch zwei. Also wir können die jetzt erstmal leben lassen. Schon wieder Medipacks. Ich will mal Schusswaffen. Ich will was Gefährliches haben. Aber gut, dass wir diesen Hammer haben. Ich wäre tatsächlich auch sehr erfreut darüber, wenn Leute herausfinden würden, ob es inzwischen so Custom Maps für dieses Freeware-Ding gibt. Nicht für den kommerziellen Ableger. Der kommerzielle Ableger ist dann auch in dieser Seitenansicht, aber trotzdem 3D. Also die Figur ist 3D und die Umgebung ist 3D. Das Ganze wird in Unity gemacht und ich habe auch schon überlegt, ob ich das mal in einem angespielt Format zeigen werde. Most items will float. Unfortunately, you don't. So, hier seht ihr, hier sind wir genau an der gleichen Stelle wie drüben. Das heißt, auch hier müssen wir jetzt irgendwie versuchen,
Sachen zusammenzutragen, um hier so eine Art Brücke zu bauen. Es wäre natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich baue mir hier zum Beispiel einfach ist doch gut, dann kann ich mal ein bisschen was zeigen noch in diesem Let's Play. So langsam hier so eine Brücke rüber. Ist natürlich immer ein bisschen unangenehm, wenn man dann wieder zurück will. Dann muss man das Ganze nochmal bauen. Aber so kommt man hier doch weiter. Hat ja auch was. Wir können uns ja auch immer wieder in unser Haus zurückporten. So, ich traue mich jetzt nicht zu springen. Nachher lande ich jetzt kurz davor im Wasser. Das wäre ungünstig. So, jetzt aber. Zack, und schon sind wir drüber. Wieder ein kleiner Trick, der, wie gesagt, glaube ich, auch durchaus legitim ist. Also die Entwickler haben das durchaus, glaube ich, auch verstanden, dass man das machen kann. Wäre komisch, wenn nicht. Aber das Ganze ist ja wirklich in kurzer Zeit entstanden. Insofern ist das auch okay. Mich stört das auch jetzt nicht wirklich, sondern es macht eigentlich trotzdem Spaß, hier dieses ganze Ding zu erforschen. Mann, haben wir hier viel Holz. So, hier kommen wir, glaube ich, nicht drüber. Den müssen wir nochmal abholzen. So. Ha! Endlich haben wir ein Rifle. Sehr gut. Was lassen wir denn jetzt weg? Irgendwie verbrauchen wir momentan keine Stamina, habe ich so das Gefühl. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das ist ein Bug. Eigentlich müssten wir Stamina verbrauchen. So. Hä? Ich glaube, ich habe noch einen Bug gefunden. So, jetzt mal gucken, ob das hier besser geht. Aha. This is a hunting rifle. When the rifle is equipped, I can fire it with the right mouse button. Single round will kill most smaller irgendwas. To take down bigger game, you will need multiple shots and a lot of legwork. Be sure to aim it before firing with the mouse pointer. So, dann wollen wir das doch direkt mal ausprobieren. Ammo is. Ammo is nicht, sondern Ammo 15. So. Guck mal. Wir haben hier ein neues Haus. Das ist ja cool. Ist das ein Ofen hier? Ich glaube nicht. Nee. Ist kein Ofen. Sonst hätten wir hier vielleicht nochmal einen zweiten Ofen anmachen können. Wäre auch nicht schlecht gewesen. So. Was ich aber jetzt noch haben möchte. Huch! Durch den Wind fliegt man da direkt durch. Das ist ja super. So. Warte mal. Nein, ich wollte nicht zurück. Damn it. Wir sind schon bei einer halben Stunde und ich habe noch keinen Schuss abgefeuert. Verdammte Axt. Apropos Axt. So. Sehr gut. Was haben wir denn hier noch? If you could find enough items, you might be able to construct a bridge to cross the water. Das haben wir ja schon mal gemacht. Was haben wir hier? Was ist das hier? Ich werde jetzt doch mal ein Steak essen, damit wir ein bisschen Platz haben. So. Haben wir schon wieder dieses Holzproblem. Das weiß ich nicht, was das für ein Bug ist. Ein Seedbag. You can grow crops. Alter Schwede, das wusste ich noch gar nicht, dass man hier sogar auch richtig anpflanzen kann. Also wir können hier Getreide anpflanzen damit. Das ist nämlich ein Säckchen voller Samen. Ist ja krass. Cloud Mounds. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Pflug, um den Boden zu öffnen. Also, ihr seht, wir haben hier wirklich viel Zeug und ich meine, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde am Spielen. Normalerweise hat man bei diesen Freeware-Games irgendwie eine halbe Stunde hat man das Spiel durch und hier hat man mit einer halben Stunde gerade mal die Oberfläche gekratzt. So habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Und, ja. Wer also sich nicht von dieser Pixel-Grafik abschrecken lässt, der findet hier wirklich ein Spiel, das einen länger beschäftigen kann. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist das hier? Das weiß ich gar nicht mehr. So, ich wollte ja nochmal das Rifle ausprobieren. Jetzt haben wir gar keine Gegner hier. Kommt schon ein kleines Häschen oder sowas? Ich glaube nicht. Schade. Jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Oder ich kann mich einfach mal zurückporten. Und bei uns vielleicht noch ein Häschen finden. Seht ihr? Jetzt wurde da gerade diese Patronenschatulle wurde hier in die Ecke gefegt, geblasen.
So, jetzt muss doch mal hier irgendwo noch ein verdammtes Viech rumfliegen. Das gibt's. Ah, da. Sehr gut. Wir essen ein Steak und nehmen das andere mit. Wir haben nur noch 14 Ammo, aber Gott sei Dank, jetzt konnte ich das auch nochmal zeigen. Bisschen Gewalt ist immer gut, ne? Das, treibt die Views in die Höhe. Puh, habe ich das auch noch geschafft. Ohne Gewalt wäre das letztes Cover ja ziemlich langweilig geworden. Gott sei Dank haben wir nochmal einen Hasen erschossen. So, ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Spiel, bei diesem Let's Play gehabt und habt vielleicht auch Bock, das irgendwie mal selbst zu spielen. Es lohnt sich auf jeden Fall und es macht wirklich Spaß. Under the Garden, der kommerzielle Ableger heißt Under the Ocean, was auch sehr cool sein wird. Und wie gesagt, ich glaube, das werde ich auch irgendwann nochmal ins Angespielt-Format packen, denn das habe ich auch schon seit längerer Zeit hier auf meiner Festplatte rumliegen. Genau, insofern, ich bin der König über mein Häuschen und wer mir zu nahe kommt, nicht wahr?